Willkommen zurück, Guacamelee 2, Switch, die Daten braucht ihr und los geht's. Wir müssen in die Hölle, um zum Schlangentempel zu bekommen. Und das probieren wir jetzt mal. Welcher Weg ist der richtige Weg? Da nach unten. Das ist echt weit. Wir könnten theoretisch auch mit dem Typen hier links fahren, benutzen. Der müsste uns doch eigentlich dahin bringen, da dieser Affenkopf da hinten. Meine, man kann dann so ein bisschen hin und her eiern. Wir müssen aber da hoch. So. Wir sind eine Reise, ich habe Hunger. Klar. So, wo müssen wir überhaupt hin? Wir müssen da runter, dann gehen wir auch direkt dahin. Auswählen. Ist noch vielleicht Kumpel? Nein, ich will mit. Ja. Ach, da können wir nicht hin, aber wir können zumindest zu denen hier hin. Du weißt Bescheid. Gut. Ja, müssen wir trotzdem noch ein Stückchen laufen. Dann müssen wir diesen Affenkopf da auch nochmal freischalten, dass wir da hinkommen. Kommen wir hier durch? Wo ist der kürzeste Weg? Ja, einen richtig kurzen Weg gibt es nicht wirklich, ne? Wirklich den ganzen Weg da zurückeiern? Ist ja nervig. Wie man sieht, geht es nur hier längs. Ach, dann machen wir das. Oh, ganz clever. Sowas nicht geplant. Wir müssen hier runter. Kann ich da nicht hochkommen? Ich will das noch nicht. Da geht das, okay. Da nicht, da kommen wir nicht zurück. Da kommen wir nicht hin. Welchen Weg müssen wir denn gehen? Scheiße. Da müssen wir längst, okay. Einen weiter. Mambeer. Oh, sparen wir uns einen ordentlichen Weg, fällt mir gerade ein. Perfekt. Und hier geht's runter? Sind wir schon da? Naja, passt da, ne? Das war der Abstieg zur Hölle, würde ich sagen. Wer ist der Mann mit dem kleinen Sombrero? Die Löcher sind mittlerweile überall. Es wird immer gefährlicher, sich zu bewegen. Ich habe viel Zeit damit verbracht, darüber zu lesen. Und es scheint jetzt ein schwächer werdende Barrieren zwischen den Zeitlinien dafür verantwortlich. Um diesen Vorgang vollständig zu verstehen, werde ich noch viel mehr lesen müssen. Hm. Perfekt. Warte mal, zurück. Ah, scheiße, das wollte ich gar nicht. Da oben ist auch noch so ein Ding da. Kann man da nicht irgendwie hinkommen? Ich verstecke mich vor den Hühnern im Illuminati. Du glaubst mir doch, oder? Alle denken, ich bin verrückt, aber ich kenne die Wahrheit. Oh, Kostüm leider nur. Naja, egal. Obwohl? Na, braucht man Kostüm jetzt noch? Warte mal. Wir wechseln mal unser Kostüm. Juan? Ach so, ich kann. Ach so. Ich dachte, ich könnte hier. Kann ich hier auch noch coolere Kostüme? Diablos Anzug? Ach komm, nur mal Diablos Anzug. Da. Bonusstraße. Oh yes. Du bist zurück. Rolando, weißt du, ich habe viel darüber nachgedacht. Und ich denke, ich sollte dir für das, was du getan hast, dankbar sein. Mit meinem Auto meines Vaters in Schutt und Asche hatte ich keine andere Wahl, als für mein eigenes zu sparen und es mir wirklich zu verdienen. Es war nicht leicht, aber jetzt bin ich so stolz, es mein eigen zu nennen. Meine süße kleine Limette, sieh sie nur an da drüben, die Belle des Balls. Jetzt schätze ich, ich habe eine wertvolle Lektion gelernt. Danke. Los geht's.
Warum? Nein! In Ordnung, dann laufe ich halt. Nun? Wenn du das Maxi-Wesen rettest, wirst du wahrscheinlich insgesamt noch ein guter Mensch sein. Ja, ist doch lustig. Darum geht's doch. Inferno, dunkelste Zeitlinie. Okay, ab in die Hölle. Gucken, ob die Hölle uns hier irgendwie weiterbringt. Ah. Passt doch, mein Kostüm passt doch gut zur Hölle. Moin. Entschuldigung, Mr. Diablito ist nicht im Hause. Er musste schon euch zu einer Störung eilen. Möchtest du einen Termin machen? Nein. Oder warte mal, machen wir doch mal einen Termin? Nein. Kann man wohl nicht mehr, schade. Ach, warte. Und? Bist du längs? Na, hier oben längs, okay. Gleich da? Was der Teufel? Oh. Ohne Formulare kann ich dich nicht einlassen. Wo sind deine C- und beigefügten Passbilder? Na, Moment mal, Alan, was meinst du überhaupt mit? Meinst du den absoluten oder den Folgeformular? Was? Ich weiß nicht. Dann bist du gefeuert. Tut mir leid, Juan, aber die Qualität des Personals lässt sich wirklich zu wünschen übrig. Die Menschen wollen nicht mehr wie früher um ihr Leben gern Bürokraten sein. Hier richtig? Anscheinend, aber da muss doch irgendwas da hinten sein. Da kommen wir nicht einfach so hin. Wie kommen wir denn da am besten hin? Da kommen wir so nicht hoch. Da müssen wir einen Trick anwenden, aber den kann man hier vielleicht. So. Kurz weiter. Oh, Baustelle. Hey Kumpel, dieser Korridor wird gewartet. Außerhalb unserer Arbeitszeiten lassen wir niemanden rein und wir starten erst um 11. Ich kann es nicht empfehlen, in der Hölle totzuschlagen, aber meinetwegen kannst du gerne diese Auszugsschacht erkunden. Dann machen wir das doch. Okay, Huhn sein. Scheiße, runtergefallen. Aber gut. Nein! Oh Mann, das ist natürlich dumm, wie ich da springe. Nochmal. Nein! Oh Gott! Habt ihr gesehen, wie dumm ich da runtergerollt bin? Nochmal. Wir längs hier nach oben. Okay, man kann auf jeden Fall hier rum. Müssen wir da hoch? Ich weiß es nicht. Aber da ist eine Truhe, die holen wir uns. Zwei. Oh. Sie sieht ein bisschen aus wie die Truhe von Dark Souls, oder? Hey, 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 warum hast du mich geschlagen? Warum schlagen mich immer alle?
Was denn? Hat schon jemand die Glocke der Erweckung geläutet? Also wirklich eine kleine Anspielung auf Dark Souls, ne? Kann ich mir einmal ohne sinnlos unterbrechen Siesta machen? Oh, das auserwählte Untorenhuhn, was? Na, herzlichen Glückwunsch, Lorador. Dann eile wohl besser hinfort, aber bevor es aber deine Zeit oder Finsternis anläutet. Lustig. Ah, lustige Idee. Ey, scheiße. Was mach ich denn da? Mal darunter. Wir wissen nicht, wohin sollen. Wir gehen einfach hier runter. Erstmal geht's runter. Doch die Frage, wo wir hin sollen, ne? Wir gehen mal noch weiter runter. Ich guck mal, wo es hingeht noch. Erwischen. So, kriegst noch einer. Nutzer, du Spacko. Da sind wir mal ganz unten gelandet. Oh, guck mal, hier ist eine Speicherstelle. Hey, Kumpel, versuchst du, um die Baustelle rumzukommen? Ich glaube, du musst so lang. Ja, über diese riesige Lavaflüsse. Frag mich nicht, wie. Pass auf deine Zähne auf. Okay, da kommen wir nicht ganz so schnell hin. Da müssen wir, glaube ich, weiter fliegen können. Ja, aber versuchen wir rumzukommen. Dann müssen wir einen anderen Weg gehen. Gucken, ob wir hier irgendwas finden, wo wir länger fliegen können mit. Das ist die Frage, ob das klappt, ne? Alter, ist das fies. Ja. Okay. Ready, okay. Das ist ja fies, muss ja ein Hühnchen für sein. Okay. Ah, jetzt aber. Warten, bis die Energie voll ist. Alter. Krasse Scheiße. Ja, das war's doch wohl. Ja gut. Krasse Scheiße, ey. Links oder rechts? Nur rechts. Speichern.
Okay. Juan, schön dich zu sehen. Ich bin Shui Chevo aus der Zelle der Therapeuten. Möchtest du mit mir über deine Gefühle reden? Ja. Komm, reden wir über die Gefühle. Okay, also wie läuft es? Ganz gut allerdings für dich. Du machst dir Sorgen über das Maxiversum, verstehe. Und all bei diesem Chaos musst du deine Familie schrecklich vermissen. Du nimmst die Zeit, denen von dem Drohnenkollaps zu bewahren, ist eine Art für sie zu sorgen. Aber natürlich würdest du gerne bei ihnen sein. Oh ja, ich verstehe, wie es verstörend sein könnte, die Totenversion von dir und Lupita zu treffen. Wir, Orion, sind daran ja gewöhnt. Hast du den Chivo aus der Metallzelle gesehen? Ja, sie scheinen Frieden gefunden zu haben. Es geht ihnen echt gut. Naja, er ist ein Skelett. Es ist völlig normal, ein bisschen aus der Form zu kommen, wenn man eine Familie gründet. Du machst dich trotzdem noch gut im Outfit. Okay, ich bin froh, dass wir geklärt haben. Komm, ich bring dich zum Wandflug. Der Wandflug? Drücke an der Wand, um große Distanzen zu fliegen. Guck mal den Ziegenflug an. Warum steht da Ziegenflug? Die sagen Wandflug. Das ist doch bescheuert. Pass auf. Hey, warte. Wie war der Ziegenflug? Oder? Ah, okay. Warte mal, um den Wandflug zu machen? Achso, ich muss wahrscheinlich keine Ziege sein, ne? Ne, da muss ich auch sein. Ne, doch nicht. Okay. Ist ja vielleicht gar nicht so schwer. Eieieiei. Das war nicht schlecht. Okay, jetzt sind wir genau hier. Hey, das war aber knapp, Ding. Okay, das war doch easy peasy. So, hier können wir auf jeden Fall wieder hinfliegen. Naja. Nein, brauchst du mir noch nicht hinbringen. Anderes Mal vielleicht. Danke. Oh. Ah ja, ich weiß. So. Da unten können wir ruhig rumscheppern lassen. Interessiert uns nicht. Okay, wir müssen zu dem Huhn da. Okay. Auserwählter, du hast unsere Bitten erhört und bist gekommen. Dein Mut ist unvergleichlich. Der Vogel, der nicht genannt werden darf, floh mit unserem kostbaren Gold diese Ödnis. Beeil dich, nur du kannst dieses Ungetüm aufhalten. Probieren wir. Müssen wir mal da hochkommen zu dir, glaube ich. Ja, machen wir mal. Wie soll das dann funktionieren? Warte. Nein, warte. Das war natürlich dumm. Du musst natürlich das Ding aufmachen, ne? Warte, machen wir schon mal weg. Nein, das ist dumm. Warte mal. Nochmal. Und. Ah! Das war dumm. Nein. Das müssen wir noch oben bekommen können. Oder? So. Super, mehr Kondition. Das wollte ich auf jeden Fall haben. Sonst wäre es ärgerlich gewesen. So.
Wir müssen hier unten längs jetzt. Okay. Wir haben echt alle Fähigkeiten hier, ne? Gehen hier. Na okay, warte. Mann, das wird immer gefährlicher hier. Okay, warte, das war gut. Das hätte man anders machen müssen. Warte mal. Hä? Ach, da an der Wand. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Okay. Jetzt verstehe ich. Oh nein! Oh, war das gar nicht so leicht, ey. Scheiße. Nochmal. Oh. Oh nein! Oh, was mache ich denn da? Na egal, noch nochmal. Okay, das war richtig dumm. Ach komm, wir wollen es einmal, wir müssen einfach wieder hochzukommen nach dieser Folge. Okay. Nein! Das ist zu kurz. Ein paar Leben haben wir noch. Eieiei, da. Langsam, aber sicher. Wie soll das denn funktionieren hier? Den ganzen Weg wieder zurück? Scheiße. Nee, doch nicht. Nein, das war eine andere Richtung war es. Mann. Nochmal. Immerhin. Oh. Shit. Noch einmal. Pass auf. Jetzt aber. Oh, ich hatte es fast. Nein, schon wieder. Ich mach immer das Ding nach oben, ne? Total bescheuert. Nochmal. Oh, da hätte ich doch eigentlich nicht schaffen können. Oh, okay, jetzt weiß ich es aber. Jetzt hat es aber drauf, glaube ich. Warte. Ah!
Du Heini. Könnt mich alle mal hier. Mann. Das ist doch echt der Hammer, was wir jetzt alles mal leisten muss hier. Wo soll ich denn hin? Nein! Oh, ich war doch fast oben. Okay. War doch fast oben. Oh oh. Ey, sag mal, ich höre gar nicht auf hier. Okay, jetzt sind wir gleich mal ganz hier oben, ey. Krass, oder? Was sind wir jetzt hier? Ich weiß gar nicht, wo wir hin sollen, aber wir sind auf jeden Fall schon ganz schön weit gekommen. Okay, warte. So, warte mal. Ah, okay. Gut, dann muss man mal ein bisschen sliden. Jetzt gehen wir wohin. Ah, okay, da sollte ich das nicht machen. Oh Mann, das sind echt kleine Fallen hier, da. Alles gibt. Oh, wir haben die falsche Richtung. Hier in die Richtung. Das Schwede. So. Na super. Ah, okay, welche Vorteile? Okay, gut zu wissen. Nein! Das schaffe ich nicht. Okay. Ich muss inzwischen die Türen im Kopf behalten, wie die sind. Immer schräg drüber, ne? Mann!
Heieiei. Mann, Mann, Mann. Oh, fuck, nein. Nochmal. Das check ich aber nicht. Ach so, doch, warte. Check ich doch. Oh nein. Mann. Wieso klappt denn dieser Trick nicht? Der Move nicht. Scheiße. Okay, das war auch behindert. Mann, was mach ich denn so einen Scheiß hier? Okay. Okay, noch einmal jetzt. Also wir machen es anders. Okay, es klappte gar nicht. Nicht so, wie ich es wollte. Mann! Was macht er denn da? Wie klappt das nicht? Mach ich die Wand vorher raus. Wie dumm. Alter, Schwede, was ist denn hier los? So, und jetzt? Oh, ich krieg diesen zweiten Move nicht hin, wieso nicht? Versteh ich nicht. Boah. Gleich rastisch aus. So, ich glaube, wir stoppen einfach mal hier und machen genau hier an nächster Stelle weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.